Tragischer Vorfall sorgt für Aufsehen und Entsetzen. Einsatz wegen Ruhestörung endet in tödlichen Schüssen. Nachbarn melden laute Geräusche. Routineeinsatz für die Polizei. Der Beamte geht zu der Wohnung, ruft mehrfach, dass die Tür geöffnet werden soll, gibt sich als Polizist zu erkennen. Ein Mann öffnet, bewaffnet. Ohne zu zögern zieht der Polizist seine Waffe, schießt mehrfach. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 23-jährigen afroamerikanischen Luftwaffe-Soldaten. Er erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der Vorfall ereignet sich am 3. Mai 2024. Jetzt hat die Polizei die Bodycam-Aufnahmen veröffentlicht. Der Anwalt des Opfers behauptet, es hat sich um eine Verwechslung der Wohnung gehandelt und dass der Polizist übermäßig Gewalt angewendet habe. Die Polizei bestreitet dies. Das zuständige Police Department bedauert den Vorfall zutiefst. Der verantwortliche Beamte ist bis zur Klärung des Falles beurlaubt.